Dieser Film beschäftigt sich mit dem Motorschiff Weißenfels der ehemaligen DDG Hansa Bremen. Er zeigt eine Reise vom Nordkontinent Europa durchs Mittelmeer, durch den Suezkanal zum Persischen Golf, dann rüber nach USA und wieder zurück nach Europa. Die Weißenfels war das zweite von 7 Schiffen des Typs W der Wartenfels-Klasse und wurde 1961 für die DDG Hansa gebaut. Bei HC Stöcken und Sohn in Hamburg. Baunummer 903, Länge 152,30 Meter, Breite 20 Meter, Tiefgang beladen, versteht sich, 8,30 Meter. Sie war ausgerüstet mit einem Doppelhanger Stöckenschwergutgeschirr mit einer Hebekapazität von 150 Tonnen. Zusätzlich 2 fahrbare 5-Tonnen-Kräne. Hier der Verlauf der Reise an der Westküste Spanien, Portugal durchs Mittelmeer nach Genua. Von dort geht es dann weiter Richtung Suezkanal. Und dann führt der weitere Kurs in den Persischen Golf. Dieser Film ist schon sehr alt, er wurde mit einer Super 8 Kamera gedreht, daher ist er qualitativ natürlich nicht zu vergleichen mit den heutigen Videofilmen. Doch ich meine, dass er ein einzigartiges Zeitdokument ist. Hier befindet sich die Weißenfels auf hoher See, verbessere die Weißenfels, ein sehr schöner Blick durch das Brückenfenster, die Aufbauten des Schiffes liegen zum Teil ja vorne auf der Back und die überkommende See schlägt immer wieder gegen diese Fenster. Jetzt ein Blick achteraus und man sieht deutlich, wie das Schiff in der See arbeitet, das heißt, wie es sich auf- und abbewegt. Die Schiffe dieses Typs waren damals reine Arbeitsschiffe, das heißt Seemannschaft wurde großgeschrieben. Hier wurden noch Decksladungen gefahren, sperrige Ladungen, die mit bordeigenen Geschirren übernommen wurden. Und die Seeleute der DDG Hansa mussten diese Ladung auch laschen, das heißt seefest an Deck befestigen. Und während der Reise neben Farbanstrichausbesserung auch die Ladung, die Sicherung jederzeit kontrollieren. Hier im Suezkanal ein großer Tanker passiert den Kanal gerade. Hier ist die Mannschaft damit beschäftigt, an Deck Farbausbesserungsarbeiten durchzuführen, entrosten mit der Rostmaschine und von Hand. Danach werden die Platten, die gesäuberten Platten, gepreimert und
letztendlich dann mit einem Spezialanstrich, der den Rostfraß verhindern soll, bearbeitet. Zur damaligen Zeit wurden noch mehr Besatzungsmitglieder gefahren, so um die 30 bis 35 Leute waren immer an Bord. Heute ist das hier anders, heute hat man nur noch maximal 15 Mann an Bord. Der Nachteil der heutigen Zeit ist natürlich, dass die Schiffe entsprechend aussehen, weil diese wichtigen Konservierungsarbeiten von der kleinen Crew nicht mehr durchgeführt werden können. Damals war der Seemann eben halt noch ein richtiger Seemann und heute ist er ein reiner Techniker und Kontrolleur. So haben sich die Zeiten leider geändert. Die Lotsenübernahme. Ja, in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts waren die Häfen im Persischen Golf natürlich noch nicht so richtig ausgebaut und da musste man eben laden und löschen mit eigenen Bordgeschirren. Dazu musste man sich vielerlei Erfindungsreichtum gefallen lassen. Vieles musste improvisiert werden, aber den Seeleuten der DDG Hansa ist es an sich immer gelungen. Sie haben ihre Ladung immer termingerecht und unbeschädigt abgeliefert. Auch das war ein großes Plus dieser Reederei. Und es gab einmal Leute, die behaupteten, ein Seemann der DDG Hansa, naja, das ist Kunst, aber zwei auf einem Haufen, das ist ein ganzer Zirkus und das war sicherlich nicht unbegründet. Dazu kam natürlich, dass in diesen Häfen die Liegezeiten immer relativ lang waren. 6 Tage oder länger waren keine Seltenheit. Natürlich eine willkommene Gelegenheit für die Seeleute, auch einmal Land und Leute kennenzulernen. All das gibt es heute nicht mehr. Hier wird gerade mit gekoppelten Leichtgutbäumen Stauholz verschiftet. Und wie man eben deutlich sehen konnte, hatten diese Schiffe auch noch keine MacGregor Single Pull Deckel bzw. diese supermodernen Faltdeckel. Es waren Lukenabdeckungen, die aus gewaltigen Holzbohlen bestanden und die bei der Seereise dann von übergroßen Persenningen überzogen und abgedichtet wurden. Wobei die Persennige dann am Lukensill mit Keilen verschalkt wurden.
Ja, diese Szenen zeigen Land und Leute. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Europa. Sie sind noch lange nicht so weit, aber sie legen ja auch andere Maßstäbe, was das allgemeine Leben anbelangt. Diese Menschen sind noch mit Kleinigkeiten zufrieden. Hier herrscht noch Kinderreichtum vor als spätere Versicherung für die Eltern. Dennoch ist es ganz interessant, so etwas einmal zu sehen, besonders für den Laien. Für einen Seemann der DDG Hansa, der das oft erlebt hat, ist das nichts Außergewöhnliches und schon gar nichts Besonderes. Ja, der weitere Reiseverlauf über den Ozean Richtung USA. Und hier ist die See schon sehr rau und sehr kabbelig, wie man deutlich sehen kann. Und das Schiff arbeitet sehr stark in den hohen Wellen. Ja, dieser Wellengang setzt dem Schiff schon ganz schön zu. Wenn man es live erlebt, es knackt und knirscht in den Verbänden, aber dafür sind diese Schiffe gebaut. Und durch solche Wellen, durch Wellengang hat die DDG Hansa eigentlich nie einen ihrer großen Frachter verloren. Das spricht für die robuste Bauweise dieser Schwergutfrachter. Und wieder taucht die Bag ein vorne und riesige Brecher kommen über das Schanzkleid Richtung Brückenfenster. Die USA sind erreicht, der erste Hafen, New York, wird angelaufen, im Hintergrund die mächtige Freiheitsstatue und gleich wird man auch noch die Wolkenkratzer, die Skyline sehen. Und hier wiederum Land und Leute. Kein Vergleich
zum Persischen Golf eine ganz andere Welt. Und das ist es auch, was den Beruf des Seemannes früher so interessant gestaltet hat, dass er in verschiedenen Nationen die verschiedenen Lebensweisen der Menschen genau studieren konnte. Es war immer hochinteressant und es gab immer wieder etwas Neues zu entdecken. Thank you.
Ja, jetzt steht ein besonderes Ereignis heran, die berüchtigte Äquatortaufe. Ein Überbleibsel aus der alten Zeit wird heute auch nicht mehr durchgeführt. Dabei werden die Seeleute sprichwörtlich von dem Schmutz der nördlichen Halbkugel reingewaschen. Eine Prozedur, die an Bord von anderen Besatzungsmitgliedern, die diese Taufe schon hinter sich haben, durchgeführt wird. Dem Betrachter, der das nicht kennt, scheint das Ganze ein bisschen pervers, aber das gehört nun mal eben bei der Seefahrt dazu. Oder, um es deutlicher zu sagen, es gehörte dazu. Und wenn diese Taufe vollzogen war, die dauert in etwa pro Mann eine halbe Stunde, wurde abends groß gefeiert mit Grillen, Bier und Schnaps. Und das war das Schönste an der ganzen Sache. Hier wird dem Opfer gerade eine Mischung aus Fischsud und Speiseabfällen eingetrichtert, damit er diese Prozedur gut übersteht. Anschließend wird er gereinigt. Vorher wird der Mann noch von Arzt aus Neptuns Gefolge genauestens untersucht und mit einigen selbst hergestellten Tinkturen bestehend aus Öl, Fett und so weiter eingerieben. Zu guter Letzt folgt dann das reinigende Bad.